Wir haben uns jetzt mal auf Hundehöhe begeben. Ja, ich bin ja froh, dass es ein Dobermann ist und nicht ein Chihuahua. Ja, dann in unserem Alter nichts fürs Kreuz. Ja, dann wäre das so ein bisschen hier die wie Kegelrobben über den Strand. Herrliches Bild. Ja, bei mir ist der Christian Fieler. Ihr habt vielleicht schon die beiden vorhergehenden Teile gesehen. Und Christian ist so nett, mit uns jetzt mal live ein kleines Shooting zu machen. Das heißt, wir versuchen jetzt mal, mit deinem schwarzen Schaf der Familie, wie du es nennst. Aber ich finde sie ja ganz zauberhaft, ja. Ne, Anni? Aber ich habe jetzt keine Leckerli. Ja. Also ich habe hier die Leine. Die ja. Wir schießen die Bilder jetzt direkt in den Rechner. Normalerweise machst du das eher nicht, ne? Nee, ich finde zu viel Kabel, also bei Tierfotografie zu viel Kabel am Set ist eher hinderlich. Und, also das machen wir jetzt, machen wir alles nur fürs Video, damit man dann auch direkt sehen kann, was passiert. Dein Setup ist As simple as it can be. Also ja, es ist einfach erfrischend einfach, oder? Genau, also einfach voll auf die Mütze mit dem Licht. Ein bisschen schräg von oben, ne, damit, Genau, also genau. Ist jetzt nichts aufsehenerregendes bei. Das Wichtige ist, dass man genug Wumms hat. Relativ groß, damit das, damit du auch eine gleichmäßige Ausleuchtung im Gesicht und nicht schon von vornherein eine Vignette irgendwie. Ein bisschen Spielraum die ganze Geschichte noch hat. Ne? Ansonsten, gut, Hintergrund nehmen wir jetzt mal hier den Studiohintergrund. Genau. Meistens bevorzugst du eher dunkle Hintergründe. Ich habe einen, der sich ganz gut verrechnen lässt, einen grauen. Das war mal so die Intention. Kannst du, wenn du irgendwie was photoshoppen willst, kannst du das Grau besser verrechnen. Ja. Jetzt bin ich aber überhaupt kein Composer. Das Grau ist geblieben, weil ich es einfach auch elegant finde. Es ist sehr ästhetisch. Ne? Und genau, und man kann es halt vielfältig färben. Es ist ja noch kein Composing, wenn man ein bisschen Hintergrund einfärbt. Aber bin ich mal gespannt, was du nachher zu meinem grünen Hintergrund sagst. Ja, und ansonsten Kamera, ich meine, wir machen jetzt hier keinen, wollen jetzt hier keinen großen Blitzkurs draus machen, aber es ist auch alles kein Hexenwerk. Ne? Du arbeitest mit einer normalen Belichtungszeit von einer 160. Sekunde. Genau. Na, Blende ist relativ geschlossen, weitwinklig, 24 mm hast du schon gesagt. Genau, ich habe Blende 13. Manchmal, wenn es helles Fell gibt, dann bei meiner Blitzleistung, es hängt ja immer von der Leistung ab, manchmal Blende 13, 14, hängt auch von der Fellfarbe ab. Hier so dunkle, schwarze Hunde, die saugen das Licht auf wie ein schwarzes Loch. Ja. Das sind schon manchmal zwei, drei Blenden, die da flöten gehen. Ich finde es aber, das haben wir eben im Vorgespräch schon gehabt, ich finde es aber eigentlich ganz, ganz bemerkenswert, weil du machst mit relativ einfachen technischen Mitteln kommst du zum Ziel, aber trotzdem ist es nicht so, dass wenn man sich einfach das so aufbaut, dass das Bild dann sofort genauso aussieht. Ja. Ne? Das heißt, die Arbeit steckt schon da drin, mit dem Hund zu arbeiten. Ne? Also die Interaktion mit dem Hund, das ist eigentlich schon... Genau, das ist... Also zumindest meine Art, mit dem Thema umzugehen. Ja. Das kann man natürlich anders handeln. Ich versuche immer, ich als Fotograf mit dem Hund zu arbeiten. Mhm. Es gibt immer Leute, die kommen ins Studio und fragen, was sie tun sollen. Und ich sage, nehmt euch einen Kaffee. Wenn der Hund jetzt nicht ganz wüst ist und... So wie deiner. So wie deiner, genau. Ja. Also, Anni, komm mal hier. Jetzt habe ich auch eine saubere Brille. Das können unsere Hunde auch super. So, bleib. Ja. So. Ja. Und wann immer es der Hund zulässt, arbeite ich alleine mit dem Hund. Das heißt, ich schicke die Leute raus, beziehungsweise sie stehen an der Tür und ich sehe zu, dass ich irgendwie in Verbindung trete. Sei es jetzt auch, wenn es hier mit so einem Leckerchen ist, aber das garantiert mir, dass der Hund auch mich anguckt und mit mir die Faxen macht. Ansonsten hat man den Effekt, dass der Hund immer so an einem vorbeiguckt. Ja. Wo ist der Chef? Wo ist die Chefin? Also es bringt auch gar nichts, wenn da irgendwie Frauchen, Herrchen hinter deinem Rücken Faxen machen. Ist eher hinderlich. Das kann natürlich helfen, wenn der Hund jetzt so gar nicht von mir begeistert ist, dass Frauchen jetzt hier mit dem Quietschi immer hinter mir steht, damit der Hund einmal so guckt. Man hat ja so ein kleines Trickrepertoire, um mit den Tieren zu arbeiten. Das kommt dann natürlich zum Einsatz, wenn nichts anderes mehr geht. Mhm. Also wenn das nicht mehr geht. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Der Hund ist abgehauen. Der findet, der findet unsere Kameraleute auch viel interessanter. Mhm. Ich würde dir einfach mal über die Schulter schauen. Und okay. Wenn mir irgendwie was auffällt oder ich eine Frage habe, dann greife ich ein. Aber ansonsten würde ich dich einfach mal ein bisschen machen lassen. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Okay. Ja. Dann positioniere ich mal den Hund, ganz professionell. statt einer Klebemarke wird ein Leckerli dahingeworfen. Und sitzen. Super. Klasse. So. Das haben wir natürlich vorhin schon mal einen Lichttest gemacht. Ich weiß, das müsste also klappen. So. Mal sitzen.
Ja, du hast schon relativ viel hinten mit drauf. Gut, jetzt ist unsere Kamera da etwas unglücklich positioniert. Ja, das ist auch, je näher ich drankomme, man sieht meinen Finger da immer drin. Man kriegt ihn kaum so schnell wieder raus. Oder ich werfe halt etwas grobmotorisch einfach. Aber von oben reinwerfen bringt auch nichts, oder? Absolut nicht, weil der Hund dann das Leckerchen auch von oben erwartet. Das heißt, er streckt legt den Kopf in den Nacken und was dann passiert ist, ich fotografiere nur Hals. Und deshalb werfe ich immer von unten. Großartig. Also das heißt, du hast nachher auch ein bisschen Verschnitt, ne? Absolut, ja. Ja. Jetzt gerade beim Dobermann mit der langen Nase und die Anni, die geht auch ein bisschen häufiger mal nach hinten. Das muss ich auch mit einkalkulieren. Ja, jetzt haben wir gerade, ich glaube, sie wird das Fangen müde und denkt sich, ich krieg's gleich sowieso. Ja eh, ne? Da war's. Ja. Hm. Ah, das. Komm hin. Super. Jetzt gehe ich mal ein bisschen näher ran. Ja, so richtig nah komme ich. Ja, wollt ihr vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, macht das Sinn, noch näher zum Hintergrund zu gehen? Oder? Nee, das ist einfach an dem Zusammenspiel hier. Ich glaube, ich werde an Anni nicht näher drankommen, weil hier kriege ich die Nase schon gar nicht mehr scharf. Ja. Und sie hat halt ein schmales Gesicht, ne? Ja. Da machst du nichts. Sie hat so ein schönes, schmales Gesicht. Das ist schon, also da ist die Nase eigentlich quasi schon fast auf der Linse. Mhm. Und trotzdem kann man noch die Hälfte des Bildes da wegschneiden. Aber das ist ja dank 30 Megapixel jetzt auch nicht so schlimm. Oh, das ist aber schon gut hier. Also da. Anni, guck mal hier. Anni, das hast du aber schon gut gemacht. Ich habe früher Basketball gespielt, da ist es immer für den Pass, ist immer der Passgeber verantwortlich. Das heißt, wenn Anni nicht gut fängt, dann muss ich ein bisschen nachbessern. Auch gut. Also finde ich jetzt auch gut. Ich finde ja Dobermänner, auch wenn sie jung sind, sehen immer so bierernst aus. Guck mal, hier ist auch. Guck mal, eins hat sie nicht gefunden. Komm mal hier rüber. Sitzen. Das ist auch gut. Das ist auch gut, ja. Also die weiße Fußleiste ist ein bisschen doof, ne? Ja, die retuschieren wir später weg. Ja. Ja, aber so vom. Ich bin ja immer, ich versuche ja immer möglichst viel im Foto zu machen. Das ist ja so eine Marotte von mir. Ne? Ich kann mal näher rangehen. Ich hoffe, das haut jetzt mit der Kamera hin. Also ja, wir können ja alle mit etwas. Mit dem Filmset drücken. Hier, nicht, dass ich aber jetzt irgendwie, dass einer sagt so, hey, wir sehen hier gar nichts mehr. Ich guck mal hier, ist das alles in Ordnung? Seht ihr uns noch? Ja. Also die Regie sagt, wir sind noch im Bild. Okay. Ja. So, dann lassen wir jetzt mal die Leiste verschwinden. Ah, da war noch Leiste drin. Aber sie guckt so, sie schielt so schön nach unten. Aber was man, glaube ich, sieht, ist, dass das wirklich, wenn man ein tolles Bild haben will, wirklich in Arbeit ausartet. Ne? Ja. Weil das ist ja nicht vorhersehbar, wie man es gerade trifft. Ja, das ist. Also schön, am schönsten sind natürlich die, wo man beide Augen sieht, ne? So, jetzt ist Worst Case. Jetzt sag nicht, dass dein Akku alle ist. Der Akku ist alle. Du hast aber einen Ersatzakku, oder? Ich habe einen Ersatzakku. Okay, dann gib mir mal zwei Leckerlis und ich beschäftige mich hier mit Anni. Und du holst gerade einen Akku. Ja, ich bin Quereinsteiger, mir darf sowas passieren, ne? Anni, komm mal her. Mal sitz. Anni, sitz. Da, sitz. Anni, sitz und... Pass auf, Anni. Das wäre ein gutes Foto geworden. Ey, geh von meinem Laptop runter. Du grobmotorischer Hund. Anni, sitz. Boah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ey, die hat mal das Leckerli gefangen und du hast es nicht gesehen. Zufall. Nicht gesehen. Anni, hier. Na, fast. Also ich bin ja der Meinung, sie hält immer erwartungsvoll den Mund offen und man muss dann reintreffen. Eine echte Schnapphandlung habe ich da noch nicht. So. Nee, komm, den ganzen Beutel bekommst du jetzt nicht. So.
Ja, sieht gut aus. So, Anni. Oh, habt ihr eine, eine Ladestation? Also. Es kann sein, er hat dir auch sehr wenig Saft angezeigt. Du bist ja ganz hervorragend vorbereitet. Ja. Ich war zufällig in der Gegend. Ich habe dich quasi aufgesammelt. Ne? Also gehst du mal mit deiner... Ja, los, komm, dann mach doch noch ein paar Bilder. Und dann sind wir aber auch gleich schon durch. Das kann tatsächlich... Ich habe eine Equipment-Tasche, aber die habe ich jetzt in der Aufregung und Freude, hier sein zu dürfen, unten gelassen. Und da ist mein ganzer Akkuvorrat drin. Naja, aber unten ist besser als zu Hause. Ja, ja. Ja, also es ist unheimlich schwer, sie mit beiden Augen zu bekommen. Ne? Man hat schon ein paar ganz coole, also die Schnauze kriegt man relativ, das finde ich ja großartig. Ne? Das ist ja, wenn der Hund einfach nur so gerade dösig nach vorne guckt. Das, da sind beide Augen drauf. Komm mal hin. Und sitzen. Super. Die dicke Nase ist in meinem Weg. Ja. Komm hin. Wie lange nimmst du dir Zeit für so ein Shooting? In der Regel brauche ich fürs reine Schnappschuss-Shooting nicht länger als 10 Minuten. Ja. Oh, da war die. Einmal sitzt noch. Zum Abschluss nehme ich mal mehrere Leckerchen. Totale Verwirrung. In der Regel ist nach 20, 30 Schüssen, so ist mein Erfahrungswert, da hat der Hund einmal gezeigt, was er zeigen kann. Also dann hat man so alle Gesichtsfacetten einmal abgegriffen. Ich schmeiße dann absichtlich, also ich bin jetzt kein großer Motorikheld, aber ich schmeiße dann absichtlich schon mal gezielt nach rechts und links und drüber und drunter, um verschiedene Facetten rauszukitzeln. Und dann nach einer gewissen Anzahl an Würfen hat man eigentlich alles abgedeckt. Ja. Dann passiert auch nichts Neues mehr. Dann ist alles irgendwie witzig und man merkt, aber es wiederholt sich trotzdem. Und ich glaube, das sieht man auch hier. Also Anni guckt dann auf einigen Bildern nett und die, die nett sind, sind dann aber irgendwie irgendwann noch alle gleich. Ja, also ich finde, man hat das sehr gut gesehen. Was ich halt, wie gesagt, ganz erfrischend finde, ist, dass es eigentlich vom Drumherum gar nicht so viel ist, sondern es ist wirklich die Arbeit mit dem Tier. Und ich glaube, man sieht das halt auch hier, dass es beim Filmen jetzt natürlich schon nicht einfach ist, wenn man ein Tier mit am Set hat. Ich finde, sie macht das ganz gut, aber sie kennt das von zu Hause natürlich auch schon. Ne? Ja, klar. Aber gut, mit 5 Monaten dafür, finde ich, macht sie das auch ganz gut. Christian, ich bedanke mich vielmals bei dir. Ich bedanke mich. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ganz begeistert von deinem Hund. Etwas traurig, dass unserer nicht da ist. Ja, das finde ich auch sehr schade. Ich möchte auf jeden Fall noch mal Werbung für dein Buch machen. Das heißt? Treats in Englisch und Schnappschüsse auf Deutsch. Schnappschüsse auf Deutsch. Schnappschüsse. Das findet ihr in jeder guten Buchhandlung oder natürlich im sortierten Onlinehandel. Genau. Da schaut auf jeden Fall mal rein und da findet ihr wirklich eine ganz große Kollektion an Schnappschüssen. Ja, und wenn ihr selber mal Schnappschüsse haben möchtet von euren tollen Hunden, dann denke ich, kontaktiert ihr einfach mal den Christian. Genau, einfach eine Mail schreiben. Genau, und dann kommt er rum oder ihr kommt zu ihm. Vielen Dank. Ich danke. Super. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.